Guck dir das an! Hoffnungsloser Fall, Bra. So, Papa. Ja. In Germany we say, this is a typical Dulli. Geil, Mann! Schweizer. Du kennst. Das bin ich. Nein, geht gar nicht. Das war schon immer mein riesiger Traum. So, wir gehen rein ins nächste Video. Und zwar schauen wir beim lieben Nico Lifestyle vorbei, ihr Süßen. Wir essen 24 Speisen in 24 Stunden, über 7000 Kalorien. Nico und sein kleiner Bruder Lactis, der übrigens einen Führerschein hat, ne? Der hat jetzt einen Lappen gemacht. Richtig chillig, einfach vor Nico hat er jetzt einen Führerschein und ein eigenes Auto. Er hat, glaube ich, zum 18. von seinen Eltern einen 1er BMW, so einen älteren bekommen, aber sehr nice, also sehr, sehr chilliges erstes Auto. GG dafür auf jeden Fall, eine allzeit gute Fahrt. Ich würde sagen, wir gucken mal rein, 24 Speisen in 24 Stunden, let's go. Hey Freunde und herzlich... Ah, da ist Nico nicht schon mal gedreht? 24 Items oder so essen in 24 Stunden. Willkommen zu diesem Video, heute habe ich mal wieder einen Special Guest am Start, nämlich den Lucky. Was? Werden wir heute Schönes machen? Wir werden heute 24 Speisen in 24 Stunden essen. Viel Spaß bei diesem wunderbaren Video. Hör mal, mein Lieber, was hast du denn da vorne gerade? Mein Lieber. Asche, du. Bruder, willst du zu den Spots laufen, wo wir heute hin müssen? Motorrad bei diesem Wetter fühle ich überhaupt nicht. Oh, kommt das Auto jetzt? Ja, ich auch nicht, aber uns bleibt doch nichts anderes übrig, oder? Doch, ich habe da eine ganz andere Option. Und die wäre? Schau mal da drüben hin. Da steht das Auto von unseren Eltern. Genau, und da steigen wir jetzt ein. Okay. Aber Moment mal, mein Lieber, hast du überhaupt einen Lappen? Frag ihn doch mal. Was? Na sicher. Glückwunsch, der mein Lieber. Der Lappen. Frisch bestanden. Junge, so ungewohnt, den Bre hier am Steuer zu sehen. Fühl mich selber auch komisch, Digga. Das fühlt sich falsch an. Fühl ich mich sicher? Weiß es nicht. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Oder ich sag dir ehrlich, stramme erste Fahrt mit dir. Digga. Danke dir, Bro. Bist du dir eigentlich dessen bewusst, dass es heute nicht auf die leichte Schulter zu nehmen ist, sondern eine riesen Fressorgie wird? Mit dir ist das nie leicht. Die Challenge startet um 17.52 Uhr. Ich würde sagen, wir gehen das Ganze heute auch strategisch schlau an. Wir gehen uns heute... War Nikos Bruder beim Friseur oder so? Schaut auf jeden Fall, ich muss sagen, jetzt aktuell so auf, jetzt mal Form losgelöst, aber Frisuren, alles mögliche, muss ich sagen. Lactis, aktuell der attraktivere Boss von beiden. No front an Nico. Aber ich finde, die langen Haare sehen einfach richtig beknackt aus. 4 Mahlzeiten und pro Mahlzeit 3 verschiedene Speisen. Somit kommen wir pro Person auf 12 mal 2, insgesamt 24. Und wir haben die Challenge bestanden. Hört sich doch gut an, oder nicht? Das hätte ich auf jeden Fall überlegt, dann, mein Lieber. Erste Station, wo wir hingefahren sind: Subway. Hallo. Hi. Zwei Minuten. Salat einmal bitte. Mein Lieber. Ein bisschen rote Zwiebeln, ein paar Oliven, Jalapenos und ein bisschen Paprika. Danke. Dankeschön. Jetzt ist nur die Frage, wer nimmt das Vegane und wer nimmt das Normale? Ich glaube, du nimmst das Vegane, mein Lieber. Okay. Da bin ich raus. Start. Als ob das jetzt so schlimm wäre. Das ist richtig nice bei Subway. Mit Speise Nummer 1. Okay. Guten Appetit. Natürlich muss ich das dann gleich auch mal das Normale probieren. Salat und Soßen durfte der Bre aussuchen. Wenn das Ganze nicht schmeckt, dann bist du schuld. Über deine. Wenn mir jetzt jemand das gegeben hätte, ich hätte Augenklappe auf, hätte ich jetzt nicht sagen können, ob das vegan ist oder nicht. Ist schon also, sehr, sehr gut dran. Imitat, wie meine Tante jetzt sagen würde. Aber dennoch würde ich das mit echtem Fleisch bevorzugen. Ich auf jeden Fall auch. Ja, es schmeckt auch einfach besser, finde ich, wenn man weiß, dass dafür also halt einfach ein Lebewesen gestorben ist. Es ist viel nicer. Wenn ich nicht auf Kalorien und Nährwerte achte, dann ist mein absoluter Favorit in der Hinsicht Brot, Cheese Oregano. Ja, lecker. In meinen besten Zeiten habe ich 3 Subs auf einmal gefressen. Ansonsten, wenn ich auf meine Linie achte, auf meine Ernährung, dann immer Vollkorn. Falls ihr wieder mehr Kalorien-Challenges sehen wollt, dann zeigt es mir mit einem Daumen nach oben und vergesst selbstverständlich den Kanal nicht zu abonnieren. Yay! Erstmal weiter mit dem Keks oder mit der Tüte Chips. Erstmal Süßes. Ich glaube was Süßes, ja. Der Keks von gut. White Chocolate Macadamia. Boah. Ich hab schön mit M&M's, aber da ist nur ein M&M drauf. Oder die schmecken zu 90% einfach nach Butter, Alter. Göttlich. Ein so ein Keks hat, glaube ich, auch 400-500 Kalorien. Ja, einfach Mann. Mehr Kalorien als so eine Hälfte Sub. Überlegt mir dieses kleine Teil. Die haben unnormal viel Kalorien, die Drecksteile, aber die schmecken auch so göttlich, Alter. Der Last One, meine 4 Items haben die da. Ah, okay, gut, sie essen es zusammen. Okay, verstehe. Chips von Subway sind eindeutig die hier. Doritos Sweet Chili Pepper. Könnte ich alleine in 24 Stunden 24 Items essen? 24 Sachen? Ja, könnte ich. Habe ich ja schon gemacht. Ich habe ja bei KFC die ganze Speisekarte gegessen. Das waren 24 Sachen. Ich esse 24 Sachen in 24 Stunden. Ja, doch, also gerade zu zweit. Hä, das geht voll. Flavor. Oh.
Ja, aber ich bin eigentlich eher so ein Stichler-Typ, mag es einfach gesalzen. Verstehe mich bestimmt viele nicht, aber ich fühle das irgendwie. Die habe ich tatsächlich noch gar nicht getastet. Boah, Junge. Richtig, richtig smarter Move gewesen von ihm. So spart man sich Kalorien. Bruder, ich bitte dich. Bitte dich? Wenn du den gegessen hast, nimmst du alles zurück, was du gesagt hast. Mmh. Ich finde, das sind mir zu viel Gewürze, Digga, wenn man davon eine ganze Tüte reinhaut. Das schmeckt, als würde ich den Finger lutschen. So, mein Lieber, die 6 Speisen wurden in 0, nix verzehrt. Wie fühlt sich die Wampe an? Digga, das war für mich wie so eine Vorspeise. Ich sag dir ehrlich, also ich fühle mich überhaupt nicht gefüllt. Mir geht's genauso, deswegen würde ich vorschlagen, machen wir direkt weiter mit der zweiten Geschichte. Wir sind jetzt nach Kaufland gefahren, wir haben uns jetzt was... Ich kann das langsam alles nicht mehr. Ich pack das nicht mehr. Zuerst haben wir das Video von Vigo gesehen vor ein paar Tagen. Ich bin nach McDonald's gefahren, jetzt kommt der auch noch mit. Wir sind nach Kaufland gefahren. Na... Chat, also sag mal, hab ich den absoluten Hänger oder was los? Ist das so ein regionales Ding? Es heißt doch, ich bin zum Kaufland gefahren oder in den Kaufland, also ja, zum, nicht in den Kaufland. Wir sind jetzt im Kaufland, ich bin zum Kaufland, zu dem Kaufland gefahren. Ich bin jetzt nach Kaufland gefahren. Ich bin jetzt zum Italien gefahren und dort gehe ich jetzt nach Aldi, um dann vom Italien zum Hamburg wieder zurückzufahren und nach McFit zu gehen. Was ist das? Special-mäßiges überlegt. Wir haben mega Bock zu grillen. Das Wetter spielt zwar nicht mit, aber in der Nähe ist ein See. Dort gibt es ein Place, der überdacht ist. Da können wir voll loslegen. So ein Picknick-Grill. Schön, let's barbecue. Jetzt fehlen nur noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Speisen, die wir hier drauf zubereiten. Worauf hat dein Gaumen denn Hunger? Ich würde sagen, so 10 Bombis oder was? Boah, dieses T-Bone Steak, alter Vater, macht mich doch enorm spitz. Das werden wir sowas von nicht darauf gar bekommen. Digga, das Steak ist größer als der Grill einfach. Boah! Hat jemand Profi bestellt? Michael Jordan? MJ. Oh. Digga, wir sind bei der zweiten Mahlzeit angekommen und sind schon bei verdammten 42 Euro Videokosten. Das Video wird mich sowas von arm machen. Wie teuer ist eigentlich alles geworden? Das kann man sich wirklich nicht ausmalen, du. Kommen wir zu unserer Ausbeute. Natürlich der Picknickgrill. Dann hat der Luca mies Bock auf Lachs gehabt. Boah, ja, ich liebe Lachs. Da hat er sich jetzt für einen im Barbecue-Chipotle-Style entschieden. Die nächste Geschichte habe ich mir ausgesucht. Ein paar Greens dürfen selbstverständlich nicht fehlen. Für die Gesundheit. 2 wunderbare Maiskolben. Vom Grill einfach nur Schmackofatz. Das Voice Crack. Bei dem letzten Produkt waren uns beide einig, dass wir gesagt haben, das muss unbedingt in die Tüte. Gummis. Ich persönlich hätte ja das Ganze jetzt mit den bloßen Pfoten drauf zubereitet und auch verzehrt. Aber hinter der Kamera ist eine Etipetete. Wahrscheinlich, Digga. Muss ich noch ein paar Tellerchen holen, Gäbelchen und servieren. Okay, du frisst sonst immer wie ein Höhlenmensch, ne, von der Hand. Ich schwör's, wenn ich draußen grillen gehe mit einem Kollegen, brauchen wir sowas eindeutig nicht. Dann würde ich sagen, auf dem entspannten Donnerstag Grillabend. Let's go. Okay. Also, die haben doch auch daheim einen, ich weiß, dass Nico seiner Familie, seinen Eltern, echt süßer Move, also hat er einen Weber-Grill zu Weihnachten geschenkt. Ich frage mich jetzt, warum macht er nicht einfach auf einem schönen Weber-Grill daheim das Essen? Ist doch viel geiler als auf so einem Einweggrill. Ich habe als Teenager mal ab und zu bei uns an der Isar oder so in der Stadt an so einem, auf so einem Einweggrill beim Feiern so mäßig irgendwas angebraten, aber das kann man jetzt, also... nicht ernsthaft als Grillen bezeichnen. Das schmeckt auch komplett anders. Ist halt so fürs Feeling, weil du es draußen gemacht hast, aber jetzt gerade, wenn es auch draußen schifft, so wie bei denen, frage ich mich, da würde ich einfach auf ganz easy einfach den Grill daheim anschmeißen und das drauf hetzen. Schmeckt viel nicer. 12 Speisen pro Person ist ja nicht viel. Theoretisch kann man frühstücken, Mittag und Abendessen. Mit 2 Speisen rechnen hat man schon 6 Speisen, dann zwischendurch noch 6 Snacks. Das frisst man locker in sich rein. Da ist die Challenge auch easy gemacht, auch wenn man zu zweit ist. Ja, dann sind es wahrscheinlich 3.500 Kalorien pro Person. Zubereitung. Gib mir Feuer, bra. Oh, ich zähle mir nur selber die Pfoten an. Junge, hat jemand Autisten bestellt? Digga, ich kann das nicht. Digga. Mach du mal die Scheiße. Junge. Oh, Butterfui, fui. Boah, es erinnert mich richtig an die SpongeBob-Folge, wo die so das erste Mal Feuer gemacht haben. Tatsächlich das erste Mal, dass ich Lachs Outdoor grille. Junge, wie soll ich den Dreck aufbekommen? Weiß es auf mit deinem Biberzähnen. Na, aber auf da. Ah. Nico, warte mal, ist das nicht eigentlich für den Ofen, das Ding? Stimmt, du hast recht. Naja, wie ich immer zu sagen pflege, das wird schon schief gehen. Digga! Guck dir das an! Hoffnungsloser Vollbrat. So, Papa. Ja,
In Germany we say, this is a typical Dulli. Robert, Essen zubereitet, dein Tellerchen. Oh, danke schön. Nur ich muss dir was gestehen, das Baguette habe ich leicht verkackt, komplett schwarz von unten. Ja, das ist, wenn man sich auf dich verlässt, weißt du? Ungenießbar. Haben wir jetzt in der Mahlzeit keine 6 Speisen, sondern nur 4. Naja, müssen wir bei der nächsten eine mehr essen. Das ist aber gar kein Problem für uns beide. Wir werden gerade sowas von nass hier. Unten bin ich ja schon nass, also zweimal nass jetzt einfach. Wegen mir oder was? Ja, das auch schon. Weil ich gerade mein Jacket ausgezogen habe. Yay, baby, guck mal, die Echse. Kennt ihr diesen Clip von, warte, ich muss euch ganz kurz zeigen. Kennt ihr den von Family Guy? Der wurde mir auf TikTok letztens angezeigt, pass auf. Ah, ich liebe Family Guy, besser Humor. So ist der Knopf da. Ganz einfach. Wenn Sie ihn drücken, kommt jemand vom Personal. Okay. Was ist da gerade passiert? Ich bin gekommen. Oh Mann, köstlich. Oh, ich wünschte, Sophia würde es auch feiern, Family Guy. Ich könnte mit dir immer gemeinsam Family Guy gucken. Es wäre so schön. Sie sind geistig behindert. Was ich dir noch sagen muss, der Lachs ist von unten auf verbrannt. Digga. Aber das ist gar nicht übel. Aufpassen. Das ist nur die Haut, die kannst du abziehen, beiseite legen. Und das gute Stück genießen. Von innen leicht rosa. Und wird behaupten, optimal. Bruderherd. Köstlich. Aber ich glaube, das ist nur wegen der Marinade so lecker, nicht weil du das jetzt gemacht hast. Boah, der ist aber schön saftig. Fein, ne? Mhm. Ich hoffe ja auf keine Grete, denn Greten kann ich überhaupt nicht ab. Mhm. Auf wunderbare Proteine. Oh. Wenn man gerade von Deutsch spricht, eine Grete. Ich habe noch nie so unbequem einen Lachs verzehrt. Mhm. Es geht doch nichts über so einen saftig-knaftigen Maiskolben vom Grill. Boah, der ist wirklich brutal. Das ist so geil, mein ganzer Arm ist nass einfach. Kennst du das, wenn du unterwegs bist und mies auf Toilette musst? Nicht pinkeln, sondern das andere. Da nimmt man auch oft diese Pose ein. Schön den Hocke. Niemals draufsetzen. Ich bin Heimscheißer, ich kann das gar nicht. Sam. Du frisst wie ein Schwein. Sollte ich bei Sam vs. Wild genommen werden mit meiner Bewerbung, wird das für mich eine sehr große Challenge, Outdoor kacken zu gehen. Das ist für mich einfach so ein Ritual, sich ganz entspannt die Zeit zu nehmen. Und wir hatten das Thema schon mal. Toilette grundsätzlich, also da kommt auch nichts dran vorbei. In allen Toiletten international wird die Heizung Vollgas aufgedreht. Es gibt nichts Schlimmeres, so wahr ich hier sitze, als wenn du auf den Thron gehst und irgendein Vollpfosten hat vergessen, das Fenster oder sowas in der Toilette zuzumachen und dann ist das so arschkalt und du hockst dich auf eine kalte Schüssel und dann ist der Boden auch noch kalt. Junge, das ist... Nee, Mann, das ist ein Ort, ein Rückzugsort und einfach ein, das muss mollig warm sein, eine schöne Zeitung da liegen, gutes WLAN und da gibt's auch keinen Stress. Überall auf der Welt, aber nicht dort. Ich werde mir vielleicht sogar, wir haben ja einen neuen Haus, wo wir einziehen, habe ich ein eigenes Badezimmer im Obergeschoss, also ein Badezimmer zu 4, eins habe ich. Und in meinem Badezimmer werde ich mir auch so einen kleinen Schreibtisch einrichten an der Toilette, dass ich dann immer, wenn ich auf Toilette bin, auch wirklich, ja, also kennt ihr das, wenn ihr so nach vorne gekippt seid, so, und ihr habt dann irgendwann so einen Abdruck auf dem Oberschenkel und dann schlafen euch die Beine ein? Das war immer mein Problem, deswegen werde ich mir jetzt so einen kleinen Tisch da hinstellen. Dann habe ich diesen Abdruck nicht mehr und quetsche meine Beine nicht so ab und dann kann ich noch länger einfach da bleiben. Dann gibt es gar kein Ding mehr. Ich bin ein Schwein. Mieses. Alter, chill mal. Der Mann ist von der Müllabfuhr. Geile Nummer. Talentfreund. Ein paar Sekunden später. Lactis, wie du sehen kannst, hinter dir befindet sich so ein dezenter Fitnessparcours. Hochqualitative Gym 80 Geräte, wie sich das gehört. Ich würde sagen, zum Verdauen und ein paar Kalorien zu verbrennen, legen wir jetzt ein bisschen Hand an und toben uns aus, damit es optimal weitergehen kann. Oh ja! Papa! Statement zum Workout? Selten so ein gutes Workout gehabt. Boah, du ziehst die Energie auch aus dem Boden, ne? Oh, sowas von. Ich würde sagen, ist lang. Weiter. Geil. Station. Baby Girl. Junge, Junge, Junge. Das erste Mal mit dem Bré hier im Drive-In. Oh yeah. Aber nicht in irgendein, sondern... Nein. Hier ist übelst falsch. Ah. Bei KFC. Kentucky. Wieso habe ich das leise Gefühl, dass uns jetzt bald viele Autovideos von Nico Lifestyle erwarten werden? Fried Chicken. Hi, das, was ich jetzt äußere, alles mal zwei. Okay. Einmal den Barbecue Crunch Chicken Burger, den Cheese Crunch Burger, den Chili Cheese Crunch Burger und Kartoffelpüree mit Grey. Mir ist in dem Moment einfach das deutsche Wort nicht eingefallen. Ne, das wär's, danke. Junge, einfach Marktschreier geworden. Ehrlich, mein Ohr ist einfach abgefallen. Also, die haben, wie viele Sachen haben die denn dann gegessen? Die sind doch dann...
Sind sie langsam fertig oder labern die einfach ewig viel? Gut. Wie sieht es bei dir aus, hungertechnisch? Ja, Hunger auf jeden Fall noch da, Digga. Bei mir auch. Da du das Baguette gerade verkackt hast, da hatten wir nicht viel. Deswegen haben wir jetzt auch ein Item mehr bestellt. Genau. Haben nicht drei, sondern vier. Damit wir es ausgleichen. Update zur Uhrzeit, haben mittlerweile schon 22.16 Uhr. Früh am Tag für uns. Wir haben übertrieben Bock gehabt auf KFC-Burger. Die großen wären ein bisschen too much gewesen. Deswegen haben wir uns jetzt für die kleinen entschieden. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jeden einzelnen schon getestet habe. Ich weiß aber auch nicht genau. Chili Cheese Crunch? Ui. Starten wir direkt mit dem. Auf süß. Boah, schön frischer Bun. Ich kann das Frittierfett noch riechen. Ich glaube, das hat Markus Brühl für uns extra frittiert. Boah. Ich habe irgendwie so ein Problem, ne? Bei mir ist das so, ich hasse eigentlich KFC, aber dadurch, dass ich jetzt ab und zu mal gegessen habe für ein paar Videos, ist irgendwie bei mir so mit den Fastfood-Ketten, je mehr ich das probiere, desto besser schmeckt es mir. Ich habe übrigens auch eine Kooperationsanfrage von KFC bekommen. Echt? Ja. Was? Ich annehmen, oder? Mach mal mit Markus zusammen ein bisschen ein Hähnchen. Mit Markus. Haben wir Geschichte. Boah, schön frisch, Alter. Nico Lifestyle kriegt Kooperationsanfragen von KFC. Ich esse die ganze scheiß Speisekarte bei denen. Das kriegt 300.000 Views. Ich krieg keinen einzigen Cent dafür. KFC, wo ist mein Geld? Mein Hack, was ihr mir schuldet. Aber Jalapenos sind da nicht drauf. Das ist einfach nur so ein Chili Cheese Soße, die enorm scharf ist. Ja, ich merke das gar nicht mehr. So viel Tabasco, wie ich fresse. Digga, wer hat heute eigentlich das Wetter verarscht? Es ist durchgehend am Pissen, Mann. Ist auch nicht, Digga. Weißt du, worüber ich froh bin? Nächste Woche müssen wir uns dahingehend gar keine Gedanken mehr machen. Ich hoffe, alles so Tornado, Tsunami, alles. Wir sind im Urlaub, haben knackige 30 Grad, Strand, Sonne, Frauen. Geiles Wasser, Frauen. Und der Typ ist fast bei uns einfach reingerollt. Junge, so knapp, ohne zu lügen. Wenn muss ich schon den Unfall bauen? Barbecue Crunch, der Barbecue Bär. Hast du ein Lieblingsprodukt von KFC, wenn du dich entscheiden müsstest? Was immer geht, sind Hot Wings. Feier halt scharf. Lieblingsprodukt, wenn du so überlegen müsstest? Nein, eigentlich die Reisbox, aber die wurde leider aus dem Sortiment genommen. Nein, arme. Ansonsten Crispies, glaube ich, ne? Knochenlos. Oder Filet-Bites. Oh, wir können gleich auch so ein kleines Ranking unter den drei Burgern aufstellen. Mm. The last one, Cheese Crunch. Last remaining second. Höchstwahrscheinlich genauso wie der erste, nur nicht in einer scharfen Version. Ah, nee. Das ist einfach wie so ein Hamburger, nur halt mit Chicken. Ich kann jetzt schon sagen, der gefällt mir am schlechtesten. Mhm. Am besten war der erste. Der zweite, obwohl er scharf war, hat richtig geil harmoniert. Auf dem zweiten Platz, dann mit Barbecue. Ich muss sagen, auf dem ersten war für mich Barbecue, dann der zweite mit Chili Cheese und jetzt der auf dem dritten, Digga. Der kann gar nichts, der kann abbauen. Das ist viel zu viel Soße, Alter. Krass, wie schnell man drei Burger gegessen hat, ne? Übelst verschluckt. Boah. Kennst du das, wenn du dich verschluckst und dann was aus der Nase einfach rauskommt, was Boah. Du gerade gegessen hast? Also brett ja, Mann. Ich hatte schon mal so eine Pommes, die dann aus meiner Nase rauskam. Oder kennst du das, wenn das aus dem Auge rauskommt? Das kenne ich nicht, aber ich kenne das nur, dass ich irgendwie so eine Behinderung habe. Ich kann nicht aus dem Mund kotzen. Also wenn ich kotze, dann kommt es bei mir aus der Nase rausgeschossen. Es ist jetzt kein Witz, ne? Es ist wirklich so. Ich habe Sophia lacht sich da irgendwie schlapp und das ist richtig eklig, weil... ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber es hängt dann so hier in dem ganzen Nasenrachenraum irgendwie. Ganz, ganz weirde Nummer. Ganz eklig. Also, ich glaube, ich brüll zu sehr und lass alles locker und dann boom, schießt es da oben raus. Und dann hast du den ganzen Schlatz da hängen. Nee, hier ist mal so eine kleine Spaghetti aus dem Auge rausgekommen. Weil das ganze System ist ja hier miteinander verbunden. Okay, ich dachte, ich bin komisch mit Nase, aber Auge ist zu viel. Ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, die drei Burger habe ich sowas von weggeputzt und... Du hast ja die Tesla-Challenge schon aufgenommen. War es geil zu übernachten mit dem Camping-Modus? Siehst du im Video das Test, also 24 Stunden im Tesla-Video, das kommt nicht jetzt diesen Sonntag, nächste Woche Sonntag online. Wird köstlich-möchtliches Video. Die Funktion an sich war geil, ich kann es schon mal verraten, es hat 9% Akku verbraucht. Was ich finde, dafür, dass die Klimaanlage die ganze Nacht läuft im Tesla, ist es ein sehr faires Ding. Wie die Nacht war, sie war nicht so wie gedacht und lief auch alles nicht so wie, wirst du alles sehen. Ich spüre die nicht. Liegen schon recht schwer im Magen. Das brennt dann dolle, ja, Mann. Echt? Wie so ein Stein. Davon kann man gefühlt so 10, 15 Stück essen, ohne dass man es merkt. Ganz vergessen zu sagen, bei Gymshark, die hier sind neu rausgekommen. Das sind, ja, trage ich gerade, Gymshark Slides. Code Franklin kriegt ihr 10%. Könnt ihr euch mal holen. Gibt's bei Gymshark, das ist Größe 44. Nehmt sie eher tendenziell eine Größe größer, wenn ihr so wie ich noch Socken auf die gute deutsche Allmann-Manier dazu tragen möchtet. Gibt's in verschiedenen Farben. Ich habe sie in der hier und in schwarz. In schwarz in 45, das passt mir ein bisschen besser. Ist aber eine feine Sache.
Boah, aus der Hölle kam der Hörschuld. Das ist wieder so ein asoziales Video, ne? Wieder nicht hier. Mit dem geilen Bruder. Zum Nachtisch wird der ein oder andere sich jetzt etwas Süßes gönnen. Nee, die Brees, ein schön Kartoffelpü mit Quay, aka Bratensoße. Aber der ist auch geil, Digga. Der ist auch nochmal geil. Ich liebe den. Der ist auch richtig heiß. Warte mal. Ist so heiß. Das hört sich für mich einfach nur wie eine Ausrede an. Rein damit. Gerade gebellt von wegen, ja, die Burger merke ich überhaupt nicht. 5% mehr Fülle nur am Start. Hat ja auch nichts mit Hitze zu tun. Du laberst Kecke. Nimm die Maske vom Kopf und gib zu, dass du eigentlich voll bist und nicht mehr kannst. Halt den Bubble. Frau Endluder. So, da hast du dein Kartoffelpü. Den habe ich jetzt aufgegessen. Ich bin stolz auf dich. Danke. Hä, hey, Junge, was ist denn los bei dem? Warum fährt er weg? Mal kurz was wegschmeißen? Steig ein, Dicker! Ich dachte schon, du fährst ohne mich. Am liebsten schon, aber leider muss ich ja mitnehmen. Bruder, 6 Speisen stehen heute noch an. Hier in der Nähe befindet sich ein Rewe. Lass den abchecken und da alles besorgen. Für das große Finale. Ja. Wenn man hätte jetzt noch Muskeln, dann würde das richtig gut aussehen auf Kamera. Natürlich muss man auch das zeigen, was man hat oder was man nicht hat, um zu schaffen. Holt ihn alles aus ihm raus! Auch wieder 20 Euro dieses Video hat mich einfach insgesamt 85 verdammte Euro gekostet. Was soll ich dazu noch groß sagen? Jo, muss reingestochen werden? Das frage ich mich ja sonst nicht, ne? Sieh mal. Der Hackfleisch zerhacken der Zerhacker. Ich hab Soße ins Auge. Zum Glück hast du ja 2 Glubschen. Und man sagt ja, auf den 2. sieht man sowieso besser. Was ich aber gut finde bei dem Video, muss ich sagen, ist, dass sie wirklich auch so richtige Mahlzeiten essen. Dass sie einfach sagen, jo, ich esse jetzt hier 24 Kinderriegel und das war's dann. Die letzten Speisen wurden zubereitet. Wie fühlt sich eigentlich mittlerweile? Ich habe gerade große Töne vor dem Mittagessen gespuckt bei KFC, aber danach habe ich mich echt voll gefühlt, Digga, weil ich es einfach nicht gewohnt bin, so ungesunde Sachen in mich reinzufressen. Ich habe schon gemerkt, du nicht? Ich meinte ja zu dir, Bruder, du brauchst die Maske jetzt hier nicht auflassen. Nimm die ruhig ab und sei ehrlich. Oh, mir ist sowas von warm. Lauf gefühlt den halben Tag mit Tanktop rum. Die Kalorien, die wir zu uns genommen haben, sind wir ja normalerweise nicht so gewohnt. Dementsprechend kriegt man extreme Hitzewallungen und der Magen ist auch nicht so dankbar darüber. Nein. Mittlerweile 1.41 Uhr. Speise Nummer 19 hat der Bree ausgesucht. Was haben wir dabei? Das sind hier High-Protein-Salami-Sticks. Ey, ich bin froh darüber, dass das Ganze jetzt auch in einer Protein-Variante geht. Wir müssen jetzt nur noch schmecken. Im ersten Moment fühlt sich an wie so ein Hunde-Leckerli, aber. Weißt du das? Weiß ich nicht. Ich glaube, es stimmt. Da gab es doch mal den einen Teil, wo. War das Lactis? Er hier? Ein Hunde. Essen, also Hundezeug essen musste, das war ehrenlos eklig, Mann. Aber das haben die durchgezogen, das fand ich sehr, sehr, sehr geil. Das muss man ihnen lassen. Geschmacklich fast genauso normal, wie man sie so kennt, von der Konsistenz. Mein Chicken zu hart, aber der Hunger treibt sich ein. Weil der Hunger gerade am Start ist. In der Tüte befinden sich übrigens 6 Stück. Digga. Ich bin jetzt bei der 4. angekommen und ich merke richtig, wie anstrengend das für mein Kiefer ist. Alter, das ist ein richtiges Training. Aber jetzt kommen meine markanten Wangenknochen noch mehr zur Geltung. Das sind zickernde Wangenknochen. Für Speise Nummer 20 und 21 bin ich gewesen. Ich habe in der Vergangenheit den Kollegen hier in der ein oder anderen... Müsste aber eigentlich auch sagen, muss ich jetzt, also fällt mir jetzt erst auf, aber es wäre schon geiler, wenn sie... auch nur unterschiedliche Sachen als ein Item gezählt hätten. Also 2 Cheese Crunch sind 2 Items. Es wäre halt nice, wenn man sagen würde, okay, ein Cheese Crunch, ein irgendwas anderes und das halt alles unterschiedliche Sachen sein müssen und nicht einfach, du bestellst jetzt, kannst ja auch hingehen und sagen, ja, ich bestelle jetzt 24 Cheeseburger und das war's dann. Anderen Version schon gesnackt, hab was Neues entdeckt, Chili Con Carne mit Nacho und Käsesoße. Das habe ich vorher auch noch nie gesehen, Digga. Hat mich sehr neugierig gemacht, ich bin ja so ein riesen, ja, Nacho-Fan. Du hast keinen Bock drauf gehabt, oh, nee, weil du meintest, das wäre eine richtige Durchfallkombo. Da hast du ordentlich Spaß auf Toilette am nächsten Tag. Ich habe jetzt hier so einen Chinese Style. Das sieht auch nicht schlecht aus. Ja, mit deiner Äußerung hast du schon ein wenig recht. Junge, unfassbar lecker. Der Reis? Ja, einfach so. Einzel?
Ja, aber ich finde, der ist ein bisschen pappig so. Nein, der ist perfekt. Nee, ich liebe das, wenn der so klumpig ist. Liebe das, wenn der pappig ist. Das ist doch. Du kannst nichts außer Scheiße machen. Fress doch einfach wie ein Mensch jetzt und nicht so hässlich. Ja, tut mir leid. Okay. Kennst du das, wenn irgendwas so parfümiert schmeckt, Alter? Ich kann gerade nicht mitreden, weil ich ein anderes Gericht habe, aber man kann ja mal probieren, ne? mit dem Licht. Das liegt höchstwahrscheinlich in eine Gemüseart, die da dort drin ist. Naja, dann bin ich wohl doch besser bedient. Das zum Thema Speisen auswählen mit wenig Volumen. Bruder, das ist voll viel Volumen. Boah, und das zum Schluss bestimmt Eiweiß, ne, weil das so viel ist. Zum Endspurt? Ey, du musst im Hinterkopf behalten, was ich alles schon verzehrt habe. Und was du auch alles schon verzehrt hast. Der Mann hat gleich einen Eiweißschock. Passt auf. Du hast doch gerade rumgeheult von wegen, oh, ich bin schon voll. Einfach eine Grete. Beim Chili con Carne. Ja, okay, es gibt mal den letzten Part so vor, wenn die da so ewig da einen abschmatzen. Dementsprechend würden wir uns darüber freuen, falls ihr das Ganze hier supportet mit dem Däumchen nach oben. Haben sie geschafft. Auf ganz entspannt, ganz easy, war jetzt nicht die schwierigste Challenge für die beiden, glaube ich. Wie hatten wir das gemacht? Ich glaube, ich hatte mit Manuel Haas sowas ähnliches letztens gedreht. Da haben wir einmal das ganze Alphabet gegessen, von A bis Z, das waren 26 Sachen. Ja, das haben wir, glaube ich, auch geteilt durch zwei, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ja, das ist jetzt nicht so schwer, aber war trotzdem, ja, haben sie trotzdem durchgezogen. Und eine weitere Challenge in den Büchern von den Lifestyle-Brüdern, sage ich jetzt mal. Chillig.